Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dorama und Story of Seasons. Und ich wollte euch jetzt nur mal sagen, mit diesem Part am Anfang, ich werde jetzt bis zum Tag des Schafes, bis das Schafsfest beginnt, ne? Werde ich jetzt nur die Farm bestellen und die Leute beschenken. Falls irgendwas passiert bis dahin, werde ich natürlich mit aufnehmen, also sobald es passiert. Und wenn, ich werde die Leute beschenken, wenn nichts passiert, wenn kein Hard-Event stattfindet oder sowas. Also, ich werde jetzt nur mal ein bisschen scharf fest vorspulen, sage ich mal. Weil es passiert sonst nichts. Und ich möchte unbedingt wissen, ob das Schaf jetzt endlich bereit ist, weil ich... Ja, wir können sonst nichts machen. Das ist halt das Problem. Und ja, ich werde bis zu diesem Tag, das ist Tag 24, glaube ich, werde ich überspringen. Ich werde aber alles so bestellen und am Ende werde ich alles in Truhe packen und alles im Inventar, damit ihr seht, was ich derzeit geholt habe. Und ja, bis gleich. Ein herzliches Willkommen zurück. So, und ihr wisst Bescheid, Skip. Ich will euch erstmal ein paar Sachen, die ich habe, zeigen, die ich im Menü habe. Und ja, das ist unsere Ausbeute. Ich habe nicht jeden Tag die Eier eingesammelt. Das ist Schande über mich. Aber ich habe soweit alles gemacht, wie es geht. Ich habe jeden Tag Honig geholt, Kompott verteilt. An die Leute, die mir über den Weg gelaufen sind, auch hier Tierkekse verteilt, sodass, ne, ihr wisst Bescheid. Und alles geerntet und so. Das tun wir erstmal jetzt im Kühlschrank, damit ich das los bin. Und dann machen wir mal neuen Kompott. Das weg. So, Kompott war improvisieren, ne? Genau, wir brauchen Honig. Mann, wir haben jetzt genug. Und Pflaumenmirabellen oder sowas. Wir haben hier Mispeln, geht das? Oh nee, das geht nicht. Marillen. Sind das die gemeint? Ich stell mal ein. Ah, okay. Ich habe hier Mirabellen stehen. Wahrscheinlich sind die anderen gemeint. Okay. Nochmal von vorne. Honig. Und Marillen. Genau. Und das ist ein Topf. So. Sehr gut. Und wir können das Topfset besser benutzen. Ja. Ich habe mir gedacht, ich werde ab und zu mal skippen, weil ich möchte halt, bevor das Let's Play halt wirklich zu Ende geht, schon alle wichtigen Stempel hier gezeigt haben. Na? Hausstempel, die will ich nicht unbedingt alle zeigen. Also, es wäre schön, wenn wir das könnten. Erntewettbewerb im Herbst, das ist ja diesen Monat. Und die Schatzsuche ist dann einen Monat darauf. Und was ist bei der Farmstempel noch? Genau, ein Kalb wird geboren und beim Abenteuerstempel ist halt nur der Storyabschluss. Genau. Ich möchte halt, deswegen wird es ab und zu mal ein paar Skips geben zwischen den Parts. Ich hoffe, ihr empfindet das nicht so wirklich schlimm. Heute ist der Tag des Schicksals und ob wir am Schaf Goldwolle bekommen, weil sonst zieht sich das noch weiter. Und ja, Personen sind hier soweit alle. Wir haben alle, also alle, die mir weggelaufen sind, wir haben einen Keks gekriegt. Die restlichen muss ich geben. Also Raviola ist schon auf jetzt 5 Herzen, genau wie Hamon. Vena ist sogar auf 6. Ja. Und die Hühner habe ich auch jeden Tag geguckt, nach, also gestreichelt und einen Keks gegeben. Und die auch. Ich hoffe, Freaky, also unser bestes Schaf. Ich hoffe, es gelingt uns, weil wenn nicht, wird nach dem Story-Abschluss irgendwann nochmal ein Part folgen, in dem ich das nachhole, dass wir das gewinnen. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Denn heute findet das Schafswettbewerb statt. Da gehen wir auch dann anschließend hin, nachdem wir erstmal alles gemacht haben, wie üblich. Ne? Mit der Farm machen. Ich muss mir sogar einmal neue Kekse kaufen. Ich habe gedacht so, oh nein, bitte lass mich nichts triggern. Aber es hat zum Glück nichts. Es ist zum Glück nichts passiert. Sagen wir mal so. Ich hoffe nur, unser bestes Schaf im Stall
reicht aus, um den Wettbewerb zu gewinnen. Wir gucken nochmal kurz einmal nach unseren anderen. So, Audon-Keks. Ja, sehr gut. Ich hoffe einfach nur, dass wir es schaffen, ne? Ich habe übrigens auch noch hier alles auf einmal aufgefüllt gehabt. Das dauert wohl noch, bis das kommt, das Kalb. Und ja, also wir haben sehr viel gemacht. Also ich habe sehr viel Offscreen jetzt gemacht. Kein Event ist stattgefunden, also ihr habt nichts verpasst. Es ist nichts geschehen. Außer das, was wir sonst immer hier machen. Aber es war mal wieder toll, Offscreen einfach mal für mich zu zocken. Das vernachlässige ich irgendwie in letzter Zeit sehr. Und ja, das vernachlässige ich halt, dass ich selber für mich spiele. Und das hat mir gut getan. So ein bisschen Doraemon so spielen. Außer im Gedanken hinterkopf, keine Story-Sachen vorweg zu machen, das habe ich vor jedem Wechsel immer gespeichert. Vor jedem Screenwechsel. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Damit ich halt im Let's Play habe. Aber es ist nichts passiert. Also, ja. Ihr habt nichts verpasst. Ich hoffe nur, ihr seid mir dementsprechend nicht böse. So, heute findet aber noch ein Fest statt. Das heißt, wir kriegen noch Punkte. Wir haben die Kekse, wir haben ja alles dabei noch. Glaube ich, Moment. Ja, wir haben noch soweit alles dabei. Wir nehmen jetzt trotzdem, wir bereiten uns trotzdem auf das Fest vor. Denn es gibt ja wieder Sachen, die wir verschenken können. Und die haben mehr, kriegen halt einen größeren Bonus, ne? Wenn wir die Sachen verschenken. Ach, hier Mac-Gerät hätte ich gar nicht dabei gehabt. Ah, scheiße. Egal, nicht schlimm. Das tue ich jetzt alles weg. So, Bullmark, Milch und Pflaumen. Ja, dann nehmen wir da mal Milch mit. So, Milch. Mag noch jemand irgendwie Aloe? Habe ich Aloe dabei? Aloe mag mich hier Dingens. Cooper mag Mayo. Habe ich Mayo? Ja. Ein Krateur habe ich nicht, Fansen. Penta mag Hartholz und Udon, ja. Shizuka Süßkartoffeln. Das sind, ja. Sonnenblumen habe ich doch dabei, glaube ich. Habe ich nicht dabei? Dann hole ich die mal eben. So. Termä mag Rubin Matsutake, ja, kriegt er jetzt nichts. Sunio mag Melon. Da. Helen, die Eierfrau, mag Eier. Und Sandy mag Tintenfisch, aber Tintenfisch haben wir nicht. Deswegen kriegt die einen Keks. So, dann holen wir nochmal Kupfer und Eisen und normales Holz. Und Hartholz. Kupfer, Eisen, normales und Hartholz. So. Kupfer, Eisen, normales und hartes Holz. Sehr gut, wir haben alles dabei. Gut, damit sind wir soweit ausgerüstet. Ich gucke mal kurz beim Dings. Okay, 10 bis 18 Uhr, sehr gut. Ja, und bislang ist kein Event getriggert. Also ich habe auch die Harmon und so. Also da wird die Story nicht zum Abschluss, damit die Story zum Abschluss kommt. Es ist nichts passiert einfach. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es verbuggt ist oder nicht. Ich weiß es nicht, denn ein paar Bugs tauchen hier des Öfteren auf. Habt ihr auch schon mitgekriegt. So, das Fest ist da. Ich habe leider nichts vorbereitet jetzt hierfür. Deswegen, ja. So, Smitty mag Kupfer. Sehr gerne. Deswegen kriegt er jetzt auch Kupfer. Bitteschön. Und das Knippe. Danke, Nobita. Für die beiden Farmbetreiber habe ich leider nichts. Deswegen kriegen die nur wieder einen Keks. Hä?
Hansen und Cooper, bei habe ich. Du bist Cooper, ne? Cooper mag Mayo. Das habe ich ja mitgenommen. Extra. Für Hansen habe ich leider nichts, deswegen kriegt er nur einen Keks. Genau wie für dich. Du kriegst für dich habe ich auch noch einen Keks. Die Eierfrau. Frau. Mag Eier? Yes. Und. Ah, hier geht's weiter. Der Kleine mag Eisen. Oh, ich stehe auf sowas. Danke. Für Doktor habe ich leider jetzt nichts dabei. Sunio mag Melonen. Yes. Sie mag natürlich normales Dünger. Hey, du hast einen Festtag. Ja, komm, ich komme auch. Du magst Kartoffeln. Was du magst, weiß inzwischen jeder, aber du bist auf Diät. Für dich habe ich leider nichts. Nein, nein. Uff. Für euch beiden habe ich leider jetzt auch nichts gerade mitgenommen. Tut mir leid. Meine Güte. Steh neben denen, weil ich habe mich nicht bewegt, nicht mal einen Millimeter. Gian mag normales Holz. Bitteschön. Boah, du gibst ja das, genau, das wollte ich. Danke, Mann. Ja, Aloy. Aloy, Aloy. Bitteschön. Du solltest auch mal eine Idee kriegen, eigentlich. Aber du kriegst hier mal ab und zu mal einen Tierkeks. So, Penta mag. Ich glaube, das war bei dir hartes Holz, ne? Penta? Hartholz, genau. Bitteschön. Wer sagt zu einem Geschenk schon nein? Danke. So, für dich habe ich jetzt auch nichts. Deswegen kriegst du nur einen Tierkeks. Shizuka mag Süßkartoffeln. Wo sind denn die? Da. Für mich das aber nett, danke. Und du magst Sonnenblumen. Hey. Heute ist ja Schafe, wenn machst du auch mit. Ja, wir hoffen mal. Wie, ich habe keine Schafe. Du hast keine Schaf. Du hast kein. Was? Müssen Sie das in den Stall schieben? Er will mich doch ärgern. Das ist sein Ernst. Das ist einfach sein Ernst, oder? So, wer ist jetzt welches? Ponti. Freaky, genau. Dich muss ich mitnehmen. Oh, wir müssen es in den Stall schieben, ne? Ich hab kein Schaf. Genau. Was ist das hier? Was ist das hier? So, ich bin jetzt nie leider nicht darauf vorbereitet, dass ich irgendein Thema so, während wir hier Tiere schubsen. Da habe ich echt keine Idee. Er muss mir irgendwas aus den Fingern saugen. Ich gucke mich ja gerade um. Genau, wie steht ihr zu Kaffee? Ich trinke für mein Leben gern Kaffee. Ja, ich bin einer dieser Leute. Ich habe mir extra, ja, extra neben meinem Aufnahmeplatz steht eine Senseo-Kaffeemaschine. Einfach nur, weil ich gerne neben den Aufnahmen Kaffee trinke und ich müsste jedes Mal sonst in die Küche laufen. Und ich habe mir den Spaß gemacht, weil ich ja für Senseo gibt es ja die Deckel, ne? Da habe ich ein ganzes Jahr lang, also letztes Jahr, alle Deckel aufbewahrt. Vom 1.1. alle Deckel bis halt zum 31.12. Ich weiß nicht, wie viele Monate der letzte Monat hat vom letzten Jahr. Auf jeden Fall bis zum letzten Aufmachen alle Deckel eingesammelt. Und ich kann euch jetzt schon mal spoilern. Ich wollte dafür eigentlich irgendwann nochmal ein Video machen, wie viel Kaffee ich pro Jahr trinke. Und es sind über 260 Tassen gewesen oder so. Irgendwie so 200, nee, gar nicht wahr, 282 oder so. Irgendwie so war das. Tassen, weil pro Packung sind 20
Pets drinne. Und ja, so viel. Das könnt ihr ungefähr vorstellen, ja. Es war aber so geldmäßig, ist das nicht ungefähr. Es war teuer, irgendwie 118 Euro habe ich für Kaffee pro Jahr für letztes Jahr ausgegeben. Und ich denke mal, ist noch im Rahmen, wenn so eine Dings irgendwie knapp über 1 Euro kostet. So, hey. Ja. Wie, ich habe keine Schafe. Muss ich mehrere reinschieben? Oder darf ich die nicht scheren? Oh, bitte sag mir, dass ich die nicht scheren darf. Bitte sag mir das nicht. Wie geht es denn hier mitten durch? Halt die Backen. Ich bin gerade ein bisschen baff jetzt gerade. Da fällt mir gerade nichts ein. Oh, sag mir nicht, dass ich das nach der Story auch noch nachholen darf. Ihr seid Schäfchen, ist das klar? Oder ich bringe den Typen um. Ich mache ihn kaputt. Ich schwör's. Doraemon, gib mir mal einen Apparat, wo man Menschen tötet. Ja, gerne. Ich hab ein Schaf. Du hast keine Schafe. Weißt du was, Alter? Ich gehe jetzt Müll holen und gehe zu den Korepukua. Denn das sind die einzigen Freunde, die ich anscheinend hier im Spiel habe. Betrug. Das ist reinster Betrug. Ey, darf ich die nicht mehr scheren, ey? Gib den Müll her. Wo ist denn er jetzt? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Zumindest sind meine einzigen wahren Freunde hier in dieser Höhle. Ist beruhigt dich. Ist alles okay. Ja, eine Mordwaffe brauche ich gerade. Ich brauche irgendwas, womit ich Leute töten kann. Es tut mir leid, aber das ist... Ich sehe es halt... Das ist doch einfach nur... Das ist einfach nur Schikane hier gerade. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach schlafen. Wir vergessen das Ganze. Da züchte ich meine Schafe extra so weit hoch und dann... Und dann dieses. Gute Nacht. Zumindest hat der Hund was. Zumindest einer, der mich lieb hat. Ja, ist ja gut, Kätzchen. Bin grad ein bisschen pisst, ne? Was hast du gefunden? Was hast du da? Ein Bambusspross. Du bist ja ein Feiner.
Es ist einfach alles typisch, ne? So, den Rest behalten wir jetzt bei uns, weil wir jetzt uns nur darum kümmern, dass die Leute beschenkt. Meine Güte. Ey. Ja, gut. Kümmern wir uns erstmal um die Tiere. Da drinnen im Dings im Gewächshaus ist gerade nichts. Also, ich habe jetzt alles schon geerntet. Ja, euer Eier könnt ihr vor euch behalten. Ich darf jetzt erstmal die anderen Schafe wieder zurückschieben. Ja, das ist ein Spaß. Oh, was? Aber es passiert trotzdem was. Nice. Glückwunsch, Lobita. Hallo. Ey, das ist ja mal wirklich geil, oder? Komm, wenn wir wenigstens da einmal ein Pech haben, haben wir hier wiederum Glück. Hallo, Rambi. Eine der Kühe hat ein Kind bekommen. Wie wunderbar. Mein Rind hat ein Kind. Sehr gut. Ja, sehr gut. Zumindest haben wir da was. Okay, Zeit, dem Tier einen Namen zu geben. Oh, scheiße. Guter Kuhname. Oh, da erwischt er mich gerade auf dem falschen Fuß. weil ich habe jetzt keine mehr, keine mehr Kommentarschreiber, die ich jetzt einen Namen geben kann. Da hab ich mir gedacht, hey, komm. Wir benennen ihn nach einem guten Let's Player, der auch gerade zufällig, Doraemon Let's Played, also, falls ihr da mal reingucken möchtet, könntet ihr es gerne tun, der gute Iggy, er ist jetzt hier ein Kalb. Er freut er sich. Vielleicht Iggy? Ja? Okay. Ein toller Name zieht ein Tier mit viel Sorgfalt auf. Und denk daran, dass du Kühe erst melken kannst, wenn sie groß sind. Okay, alles klar. Bis später. Ja, wie gesagt, bei ihm könnt ihr kurz reingucken. Wenn ihr das Doraemon und sucht, werdet ihr ihn finden. Und ja. Wenigstens haben wir jetzt alle Farmstempel gesammelt. Komm, dann holen wir uns jetzt nochmal eben kurz das Ding beim guten Dings ab. Wenn wir alle Farmstempel haben, müssen wir eigentlich was bekommen. Soweit ich mich erinnere. Eine Vogelscheuche oder so, ne? Hallo. Ich bin viel zu beschäftigt für deine Klinkerlitzchen. Halt die Backen hier, nimm den scheiß Dreckskeks. Sei froh, dass du überhaupt was bekommst. So. Dann gehen wir jetzt zur Farm und dann ist gut. Dann beende ich den Part. Wenigstens ist was Schlechtes passiert, Leute. Darüber kann man hinwegkommen. Oder auch nicht. Ich werde wahrscheinlich mich in den Schlaf jetzt weinen. Und dann anschließend ist was Gutes passiert. Was ja auch was Gutes hat, ne? So, hier werden wir den nächsten Part auch gleich weiter beginnen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.